Wir sind auf dem zweiten Planeten hier gelandet, am Flockenbrocken, und hier müssen wir uns ja bis an den Gipfel kämpfen, und das ist auch unsere nächste Aufgabe. Nimm das letzte Stück bis zum Gipfel im Angriff. Und ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario and Rabbids Sparks of Hope hier auf diesem Kanal. Ich bin schon richtig gespannt, was uns hier auf dem Gipfel erwartet. Ich schätze mal, ja, ein Bosskampf. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wir begeben uns so schnell es geht hier rauf. Ja, hier steht uns noch einer im Wege. Den können wir anscheinend hier nicht ausweichen, was natürlich uns hier etwas schneller an das Ziel gebracht hat, hätte. Aber ja, gut Ding braucht Weile, deswegen stellen wir uns den mal. Besiege alle, wie viel gibt's hier? Zwei? Boah, das würde ich sagen, geht ja. Ja, gibt wirklich nur zwei. Ich bin eigentlich sehr gut zufrieden mit meinen Kämpferlines. Er kann mit seinem Angriff zum Glück durch. Peach kann das auch. Können wir dann den schon außer Gefecht setzen? Mit Marios Hilfe bestimmt. Mit Mario können wir ja eigentlich... Verbündete fügen rein. Ja, eigentlich... Ja. Dann können wir hier mal... Bam! Und jetzt noch mit Peach. Dann sollte der hoffentlich hinüber sein. Nicht ganz. Dann noch vielleicht den Schleimspark. Schaffen wir es dann? Ja. Jetzt friert uns zwar noch fest, aber egal. Sollten wir in der nächsten Runde wieder loskommen, so viel ich weiß. Ja, betreten wir mal das hier. Alles klar, so. Gegner ist am Zug. Ah, okay. Das sind wir eingefroren, aber egal. Wir sind jetzt gut in Reichweite. Ja, wir können uns wieder bewegen. Peach kann hier auch gut angreifen. Rabbit Mario auch noch. Ja. Na gut, dann hätten wir auch das besiegt. Das war jetzt mal easy. Bisschen Schaden bekommen wir, aber egal. So, rauf. Nichts wie rauf auf den Gipfel. So. Ich glaube, wir müssen den hier auf die rechte Seite bringen. Den weg, dann können wir hier in die Röhre. Ja, war gut so. Dann können wir hier um die Ecke gehen. Da rein. Den werfen wir um. Und das zerstören wir. Und raus mit uns. Okay, noch nicht raus. So. Aber hier können wir raus. Ja, etwas könnten sie stärken. So, Waffenbrüder. Stufe 10. Ist das schon der Gipfel? Ist das schon... Müssen wir uns hier irgendwie unerwartet dann auf einen Bossfight vorbereiten? Nö, sieht noch nicht ganz so aus. Aber das müssen wir bestimmt hier... Ja, beseitigen. Wird bestimmt wieder ein etwas stärkerer Kampf. Die Analyse dieser Finsterzeitpfütze ergibt, dass ein Fernkampfspezialist erforderlich ist, um sie zu überwinden. Erster Freiwilliger. Luigi macht das. Guter Junge. Da, seht ihr, Mario, das Original, passt immer auf seinen Bruder auf. Ich hätte jetzt auch Luigi vorgeschlagen. Ich habe einmal mit Luigi gespielt und der hat schon eine geile Reichweite. So, Waffenbrüder. Okay, hier spielen wir wahrscheinlich nur zu zweit. Erreiche den Bereich, also nicht zu dritt.
ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Los geht's. Wir schauen uns hier kurz mal mit der Tacticam um. Das sind diese bösen Sniper. Okay, sind nur die bösen Sniper. Wo ist der Bereich, den ich erreichen muss? Hier. Da führt kein Weg drumherum. Okay, also müssen wir wirklich uns langsam, aber sicher nach unten bewegen. So. Was? Dann stellen wir Luigi etwas zurück, dass Mario einen Teamsprung machen kann. Ich möchte da etwas rüber. Dann kann ich den vielleicht aus dem Gefecht setzen. Kann ich? Nö. Der ist auch 0%. Das haben wir denn zwar. Was hat Luigi fürs Parks? Mhm. Ziele, die sich im Sinne der Reichweite bewegen, erleiden. Das ist das gleiche, was Mario hat, oder? Ja. Dann können wir den vielleicht ausschalten. Würde schon gut tun. Oder auch nicht. Eieiei, aber mit Luigi. Der hat eine 50%ige Trefferchance. Komm, triff Luigi. Yeah. Gute 50%. So, jetzt können wir uns mit keinem mehr bewegen. Jetzt können wir überspringen. Yes. Das ist schon eine gute. Mann, Mario bekommt viel ab. Was haben die für eine Reichweite? Muss ja eigentlich nur den Bereich erreichen. Setzen wir mal den Spark ein, dadurch uns ja so viele hier angreifen. Ich kann dir noch einen Teamsprung wagen. Oder einfach hier raufsetzen. Treffe ich den zu 100%? Den anderen treffe ich gar nicht. Ich glaube, ich setze den aus dem Gefecht. Nein, nicht getroffen. Oh, ja, du sagst es, Luigi. Du stehst jetzt ohne Schutz hier. Aber du hast ja das Reflektierende. Jetzt wird normal zurückgeworfen, ja. Bei dem auch. Der ist normalerweise dann weg, oder? Oh nein. Ist der jetzt weg? Da drüben? Ja. Mann, ich muss jetzt. Mies. Ich kann mit Luigi noch hier hin und dann mit Mario einen Teamsprung ausführen, damit wir etwas weiter hier kommen. Erstmal den Spark. Machen wir so. Dann macht der uns oben keinen Ärger mehr. Ah, Luigi, 0%. Schade. Hätten wir doch mit Mario unten beide außer Gefecht setzen sollen.
Okay, er flüchtet. Ah, wir sind ja fast am Ziel. Ja, das war jetzt klar. Solange nur einer kommt. Bitte sag, es kommt nur einer, danke. Was? Okay, zwei. Luigi hat halt wirklich keine lange Bewegung. Ja, dann schauen wir einfach, dass wir mit Mario weiter vorankommen. Den können wir ja mit Luigi ausschalten. Ah. Ja, setzen wir das ein. Bewegungsbooster. Das war dumm von uns. Auch die Items verbrauchen ihre Energie. Oh Mann. Aber das war gut. Somit sollten wir eigentlich in der nächsten Runde bis ins Ziel kommen, oder? Ist ja eigentlich egal, wenn wir Schaden hier nehmen. Yes! So sind wir gut ins Ziel gekrätscht. Aber Mario hatte keine Energie mehr. Den müssen wir unbedingt teilen. Neuer Waffenskin, nice. So, hier sind wir rausgekommen. Hä? Schauen wir mal, was die Map sagt. Da sieht man ja auch die Höhlen ein- und Ausgänge. Hier ist ein Eingang. Dass irgendwie auf diese Plattform kommen. Hier sieht es ja nicht danach aus. Okay, das war wirklich eine Pfütze, die hätten wir eigentlich wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Das war quasi dann nur ein Bonus. Nochmal die Map. Muss ich da unten rein? Vielleicht muss ich hier einfach links raus. Wenn man links raus kann, natürlich. Hier ist ja auch noch ein Ausgang, verlassen. Sind hier unten rein. Ah, da oben sind die fetten Tentakeln. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, eigentlich wollte ich ja... Hä? Eigentlich, aber hier kann man rauf. Es wird eisiger. Hier schon mal eine Teleportflagge. Das kann nur Gutes heißen. Und hier sind die fetten Tentakel. Ja, sehr, sehr schön. So. Besiege den Finsterzeit-Tentakel. Yes. So, ist das jetzt ein Bossfight? Schauen wir uns gleich mal an.
Dieser Finsterzeit-Tentakel im Mund der Maske ist der Ursprung dieses übernatürlichen Sturms. Wenn wir diesen Tentakel nicht sofort beseitigen, wird dieser Planet für immer in einem Sarkophag aus Eis eingeschlossen sein. Und das wollen wir natürlich verhindern. Zum Glück hat nicht nur der Schwierigkeitsgrad der Schlachten zugenommen, sondern auch unsere Verbundenheit mit den Sparks. Zum Glück hat nicht nur der Schwierigkeitsgrad der Schlachten zugenommen, wieso ist das gut? Von nun an kann jeder von euch einen zweiten Spark ausrüsten, bevor er in den Kampf zieht. Wählt mit Bedacht. Okay, jetzt wird's kompliziert, Leute. Jetzt können wir auch noch einen zweiten Spark auswählen. Ich bin schon mit dem einen überfordert. Eisiger Hauch des Winters. Zerstöre Steinmaske. Wow. Okay. Ja. Oh, hi Spark. Eileen, ich will euch ja nicht unter Druck setzen, aber wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mit euch diesen schrecklichen Ort verlassen, sonst sitze ich hier fest. Hütet euch vor den Windstößen aus den Steinmasken, passt eure Bewegungen genau ab und nicht weggepustet zu werden. Zum Glück können sie zerstört werden, also auf drei fertig los. Du kannst deine Heldin mit dem zweiten Spark ausrüsten. Neut. Zuerst möchte ich immer mein Team heilen. Bleiben wir bei Luigi. Das ist ja wieder unser Team, das hier uns... Müssen wir mit dem Team kämpfen? Kann ich dann nichts anderes machen? Team verwalten? Normalerweise schon, oder? Heilerin. Multitalent, Distanzkämpfer. Schauen wir uns mal bei der Tacticam um, was es hier so gibt. Okay, Bombe, das. Noch mehr Bomben. Okay. Wie kann ich die Steinmasken zerstören? Okay, einfach angreifen. Ja, da ist, glaube ich, wahrscheinlich mit dem Distanz sind wir besser dran. Schwierigkeitsgrad anpassen. Nee, machen wir nicht. Team verwalten. Wir können jetzt zwei Sparks anscheinend nehmen. Okay. Und was haben wir hier noch? Ungesehen. Der Held wird für einen Zug unsichtbar und kann vom Gegner nicht direkt anvisiert werden. Er kann aber trotzdem Schaden nehmen und Super-Effekte leiden. Okay, nice. Alle waffenbesiegte Angriffe werden mit dem Frostballen-Super-Effekt aufgeladen. Alle Rassereiangriffe werden mit dem Sprit-Super-Effekt. Okay, okay, okay. Der Schaden durch Super-Effekte wird um... Ja, das ist mit dem Frostschutz, ist ja mal geil. Machen wir mal so. Und den geben wir einfach mal Rabbit Peach. Mario Spark, den können wir aufwerten. Nice. Luigi's werten wir auch auf. Die mag ich eigentlich ziemlich gerne. Schadensboost und Angriffsmeister. Beim Reflektieren. So, alle waffenbesiegte Angriffe fügen, den werten wir auch auf. Können wir den nicht aufwerten? Achso, ich bin noch hier. Doch, können wir aufwerten. Füttern, komm! Wir haben ja sehr, sehr viele Sternenteile. Ja, Feuerschutz haben wir dadurch auch. So, jetzt geht's aber los. Ab geht's! Let's go! So, wir können diese Maske angreifen. Ja, 0%. So, hier ist erstmal Raserei an die Bombe. Die nehmen wir und die werfen wir in die Maske. Und jetzt kann ich den noch angreifen. Nö. Hier kann ich sie angreifen. Gut, die haben wir mal zerstört. Okay, dann kommen Durchgänge raus. Ich kann halt. Das Geile ist halt, die kann richtig viel machen. Ja,
Ja, komm, dann sollten wir den ausschalten können. Ah, das ist ja Feuer unempfindlich. Mann! Hat er. Ich sehe der Feuertyp. Oh, sie sind ja auch unempfindlich. Mann! Ja, mit dem treffe ich leider nicht. Ja. Ja. Nicht so schlau gewesen. Das war wirklich nicht schlau. Ja, bewegt sich eigentlich nur. Greift er an. Ja, unempfindlich. Aber wir sind ja auch unempfindlich. So, das war gut. 50%, ich schau mal, was ich mit denen machen kann. Teamsprung. Fallen. Rein. Und Deckung zu. Luigi kommt nach, natürlich. Dem könnten wir auch noch einen Teamsprung wagen. Hier Deckung holen. Kann setzen. Okay, mit dem kann ich nichts anfangen. Mario Spark. Ja. Turboladung, alright. Schaffst dann Rabbit Peach. Diesen Gegner da oben. Ja. Gute Nacht, ja. So. Mario trifft jetzt mit beiden. Supi. Und Luigi, wie weit kein... Könnt ihr auch noch rauf? Treffen wir jetzt nicht mal die Maske? Hm. 0%, 0%. Das hilft uns halt gar nichts. Und dann würde ich sagen, der Gegner ist an der Reihe. Oh oh. Stell Luigi hier mal nur hin für den Teamsprung, dann gehe ich wieder rauf. Dass ich hier hochkomme. Und jetzt kann Luigi wieder raufgehen. Bombe gefällt mir hier gar nicht. Deswegen können wir auch den Weg etwas frei machen. Hier sollten wir nicht rein. Jawohl! Getroffen. Komm ich da drüber? Nein! Aber... Das haben wir jetzt mal riskieren müssen.
Nee, ich muss... Nein! Wollte eigentlich zweimal. Was habe ich davon? Mies. Aber, oh doch, weg. Verstehe das noch nicht mit den Anzeigen hier. Bin ich etwas überfordert. Oh Mann, das hat gesessen. So, Teamsprung. Luigi muss weg hier. So, Teamsprung mit Rabbit Peach. Über den Abgrund wieder mal. Dieses Mal nicht vom Sniper getroffen. Nice. Bom, bom. So, nächstes ist zerstört. Die halten aber. Sie sehen viel mächtiger aus, als was sie im Endeffekt sind. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren drüber. Schauen wir einfach, dass wir mit Mario hier etwas nach vorne kommen. Da noch rein. Ja, das Tor, das gefällt mir nicht. Da kommen jetzt welche raus. Wow. Ah. Das ist jetzt eine Kettenreaktion. Keine Bombe ist okay. Fällt mir gar nicht. Okay. Heilen. Ich weiß nicht, wie gut das hier ist. Hat Mario das in Reichweite? Ja. Luigi als Fernkämpfer setzen wir leider das nicht außer Gefecht. Ja, komm, wir müssen den mal. Ich hoffe, es kommt halt nur eine Bombe raus. Aus dem Portal. Boah, das ist jetzt schon richtig schwierig. Okay.
kam nur eine Bombe. Da oben ist wieder ein Portal erschienen. So, wir machen wieder etwas Teamsprünge. Gehen wir hier rein. Ja, beide auf ihn, natürlich. So, die Bombe, die geht dann hoch. Die zweite. Luigi ist hier irgendwo hinten. Hat leider ja, nichts in Reichweite. Au, da kann ich mich stellen, wie ich will. Heilen uns mal. Haben wir wenigstens was Sinnvolles noch gemacht. Kann ich mich bei dem Stürmen dahinter verstecken? Ja, die Bomben sind okay. Die Sterne sind so. Geschichte. So, Rabbit Peach. Ach, ich kann das eigentlich auch mit Raserei beenden. Das ist noch schlauer. So. Leider niemand in Reichweite. Hier auch nicht. Luigi kann nicht mehr gehen. Okay, die setzen ihre. Ich habe nur eine Bombe. Habe ich was vor. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Okay. Das war nicht der Plan. Ich wollte darüber. Auf diese Plattform. So. 50%. Yes. Gute 50% gewesen. Kann ich mich dahinter verstecken? Ich weiß nicht, wenn das funktioniert. So, wann kommt der Wind? Jetzt? Können wir jetzt wieder rauf? Ich denke wirklich nur darüber. Yes, das war vorher beim Plan mit Luigi eigentlich schon. Okay. Ich jetzt. Nein! Aber bringt uns nichts. Beziehungsweise, ja, eigentlich nichts, weil jetzt wird das Portal ja aktiviert. Und eine Bombe raus, wahrscheinlich, ja. Ich
möchte es auch Mario darüber bringen. Jetzt können wir da noch rauf. Jetzt können wir eigentlich das Tor angreifen, oder? Hat das Tor irgendeine Empfindlichkeit? Kann ich nicht ansehen. Ja, komm, auf geht's. Ich weiß eben nicht, ob ich. Den kann ich nicht. Ich hinter den Dingen verstecken kann. Dann können wir wenigstens die Bombe außer Gefecht setzen. Mario hat auch noch etwas an Bewegung, aber hilft nichts. Aber wir sind ja schon gut dran. Ein paar Schüsse noch auf das Tor. Und dann sollten wir es haben. So reicht das. Jetzt kann ich eigentlich mit dem Teamsprung darauf. Da war ich zu langsam. Da war ich zu langsam. Oh Mann. Ja, dann beim nächsten Mal. So, nee, ich gehe direkt auf das Tor. Krasser Bossfight. Wenn das ein Bossfight ist, aber ich nehme es schon an, weil da bekommen wir dann auch wenigstens ein Energieteil normalerweise. Nein! Bam! So, jetzt Mario, Teamsprung. Jetzt haben wir das Tor in der Reichweite. Yes, auch mit Luigi treffen wir das Tor jetzt. Nice, und so ist es weg. Schlag gewonnen. Das war easy. Naja, mehr oder weniger easy, aber ja, wisst, was ich meine. Yes, gereinigte Finsterzeit Energiekristall erhalten. Sagte ich doch. So, erster Bossfight hier auf dem neuen Planeten. Erfolgreich abgeschlossen. Oh, sieht jetzt richtig freundlich aus. Oder war das schon der gesamte? Nee, oder? Das war letztes Mal auch so. Und da haben sie schon den Schneemann gebaut. Oh! Aber es ist eine gütige Kälte. So, als wäre dein Großvater ein Schneemann und gäbe dir einen Kuss. Okay. Bipo, jetzt da der Sturm vorübergezogen ist, registriere ich ein ungewöhnliches Energiemuster dort bei dem Palast. Okay. Ein ungewöhnliches Energiemuster. Ja, das ist noch verstrickt. Vermutlich da noch ist so wahrscheinlich auch der zweite Boss drin. Wir sollten nachsehen.
Es könnte sein, dass sich der Wächter dieses Ortes nicht weit von dort entfernt aufhält. Ah, wir brauchen... Ach, der Wächter ist ja auch noch abgängig. Der Wächter ist auch noch abgängig. Der uns geradewegs den Berg hinunterführt. So erreichen wir den Palast, von dem Genie gesprochen hat. Ja, das wäre easy, wenn wir da nur so runterrutschen müssten. Außerdem sind durch das Schmelzen des Eises neue Gebiete auf dieser Seite des Berges zugänglich geworden. Wir sollten sie erkunden. So oder so, jetzt da der Sturm vorüber ist, können wir sicher sein, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Sei bitte nicht zu voreilig, Beep-O. Sei bitte nicht zu voreilig. Ja, denke ich auch. Danke, Rebella. Danke, Rebella. So. So, den ersten Bosskampf haben wir hier erledigt. Und jetzt müssen wir zum Winterpalast. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da hier so erwartet. Flockenbrocken haben wir zu 50% bereinigt, aber dort gibt es noch was. Und vielleicht ist da auch der Wächter, wer weiß. Ja, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Falls ihr neu hier seid, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und ja, haut rein. Ciao.